Es ist 2 Uhr nachts, ich bin relativ müde, aber ich habe gerade unheimlich Bock, Dead Space zu spielen. Deswegen, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Und wir öffnen einfach mal die Tür. Und haben 7 Schuss. Kann man da noch was reißen? Ja, und da... Ach, hi. Euch habe ich ja im letzten Part vermisst. Ich eröffne einfach mal das Feuer. Und irgendwie... Seid ihr relativ desinteressiert? Okay. Ah, jetzt kommt er aber. So, bist du tot? Ich glaube schon. Ah, ah! Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Halleluja. Okay. Vor allen Dingen, weil das... auf einmal so ein lautes Geräusch war. Ich glaube, auf der Aufnahme ist das noch nicht mal so laut, habe ich gehört. So beim Probehören. Jetzt habe ich nachgeladen, ich wollte eigentlich aufheben. Aber bei mir ist es übel laut gewesen gerade. Und wer bist du denn? Ach so, ah genau, die haben diese kleinen Scheißdinger in sich, stimmt. Ein sehr unangenehmes Geräusch. Eigentlich schlage ich jetzt weg. Oder so. Wie? Was? Okay. Das war Fail. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so Damage machen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht geguckt, wie viel Leben ich hatte, aber ich glaube, das war voll. Krass. Na los, lade schneller. Aber mit der Munition, das ist jetzt suboptimal. Mein Gott, lade doch. Kann man ja fast schon rausschneiden, den Scheiß. Komm. Na dann lade ich mal nicht nach. Ich weiß immer nicht, wie sich das verhält. Das ist von Spiel zu Spiel anders, ob die Munition dann wegfällt oder nicht, wenn man nachlädt. Ich lasse es einfach mal sein. Gehst du bitte auf? Danke. So. Jetzt versuche ich mal, bevor die ihre Position da einnehmen, schon so gut wie möglich... Ach, sie tun es gar nicht auch gut. Ah, jetzt machen sie es. Keine Ahnung, wie die programmiert sind, irgendwie eigenartig. Stelle ich mich mal hier in die Ecke. Bam. 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 Da ist der komische Säurenspucker. Und da ist... Nee, noch nicht leer. Da ist nur die Munition zur Neige, aber nicht alle. Du da hinten stirbst bitte. Dankeschön. Und wir müssen uns merken, die kleinen Viecher sind gemein. Ach, der lebt auch noch. Lol. Und der auch noch? Oder wird der von den... Ne, der wird von den Dingern getragen. Boah, was das für eine Munitionsverschwendung ist. Kacke. Aber was willst du machen? Überleben ist wichtiger als Munition. Plasmaenergie, wunderbar. Ah, da wird ein Knoten drin sein. Jawohl. Du hast gar nichts. Das wollen wir doch erstmal sehen. Ne, du hast echt gar nichts. Lame. Aber du doch bestimmt, du dicker Brocken. Jawohl. Halbleiter Gold. Eieiei. Sind das Rubin-Halbleiter da? Nee. Schema-Medien. Ah. Nein, nehme ich nicht mit. Und da hat mir gerade Nick in Skype was geschrieben. Da muss ich mal eben kurz antworten. Entschuldigung. So, es geht weiter. Was haben wir denn hier?
Ja, aktiviere ich mal. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Ja, warte ich mal. Ach du Scheiße. Okay. Huch, lol. Wie, das ist auch leer. Oh Gott. Ripper. Da sehen wir ihn auch mal in Aktion und das ist wahnsinnig laut. Oh Gott, ja, spuck mich doch an. Medipack. Ich habe keine Ahnung, ob man mich noch hört. Boah. Das ist doch noch was. Boah. Krass hier, boah. Letztes Mal habe ich mich schon noch beschwert, dass so wenig da sind. Und ich brülle hier voll ins Mikro. Hoffentlich ist es dann auch nicht wieder zu laut. Ich habe gerade keine Ahnung. Ah. So, war's das jetzt? Krass. Na, den nehme ich immer noch nicht mit. Bitte Zündung bestätigen. Antriebe werden gezündet. Ja. Ja, was ist jetzt? Was heißt das jetzt für mich? Ich gehe einfach den Weg lang. Ist da irgendwie noch was Interessantes da oben? Ja, kann ich nicht mitnehmen, scheiße. Warum? Der ist so leer. Moment mal eben. Auf 3. Nee, nicht stampfen, nachladen. Ach, was weiß ich. Ne? Egal. Erstmal hier raus, weil es ist schon wieder übel laut. Puh. Ja, das war aber eine ganz schöne Welle an zum... Oh Gott. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostationär. Warte, wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Jo. Da habe ich mich gerade tatsächlich so ein bisschen vor dem aufploppenden Fenster erschreckt. Und was ist das jetzt mit der Framerate? Was soll das wieder? Boah. Das ist doch kacke. Ich speichere hier nochmal. Und werde dann, denke ich, die Aufnahme nochmal neu starten. Aber erstmal speichern. So, bis gleich. So. Dann sollte wieder klappen. Ich muss da lang. Bam. Aufheben. Jawohl. Also Credits habe ich ziemlich viele gefunden. Die brauchen ja auch zum Glück keinen Inventarplatz. Ich wechsle, glaube ich, erstmal auf den Cutter. Wo bist du? Ich bin's. Nicole. Ja, genau. Keine Ahnung, ob das jetzt echt war oder nur Einbildung. Aber ich gehe einfach mal nicht weiter drauf ein. Gibt's hier was Interessantes? Eine Tür, aber da war auch noch eine Tür. Ja, wo muss ich denn lang? Da, dann gehe ich erst da runter. Und es ruckelt schon. Was ist das denn? Mein Gott.
Es ruckelt schon wieder. Ah, das nervt doch. Und ich höre irgendwas fressen oder sowas. Huch. Ein so ein Scheißvieh. Ja, ja genau. Ich glaube, ich versuche mal in den Grafikeinstellungen was runterzudrehen. Weil so zu spielen habe ich keinen Bock. Tiefenschärfe braucht kein Mensch. Schatten mache ich mal aus. Annehmen. So, läuft. Ach so, hier komme ich her. Ich erinnere mich. Ne, hier will ich nicht lang. Aber was heißt jetzt Schatten aus? Es sind ja trotzdem überall Schatten. Also die Figur wirft jetzt keinen Schatten mehr, aber sonst... Naja, verstehe ich nicht ganz, egal. Wo lang jetzt? Da lang? Ach, das ist der Raum mit der Hand. Da sind wir jetzt zum dritten Mal schon drin, glaube ich. Hi. Das ist auch was Neues in einem Safe Room. Nekromorphen. Na gut. Aber ich werde erstmal dick einkaufen. Jetzt bin ich erstmal die beiden Schemas los. Das ist schon mal geil. Plasma-Energie. Wie viel habe ich denn im Inventar? Wahrscheinlich fast gar nichts. Nee. 6 quasi. Moment mal, Stase-Pack verkaufe ich 2, das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Luftkanister, behalte ich lieber mal. Halbleiter Gold kann ich verkaufen. So. Und sonst... nüscht. Gut, dann... Plasma-Energie kaufen, 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 kaufen. Kaufen. Ist immer noch zu wenig. Einer noch. So. Dann Medipack. Wo sind die? Mittel. Kaufen. Und... was habe ich denn da? Ist das Impulsgewehr? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ne, das braucht die Strahlenmunition, genau. Kann ich die kaufen? Ne. Schade. Ripperklingen habe ich noch ein paar. Ah komm, ich nehme noch mehr Plasma-Energie mit. So. Und den Rest spare ich auf. War hier eine Bench? Ne, hier war keine Bench, aber ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Zeitpunkt, um abzuspeichern. Wie 0 Uhr 6... was? 6 Minuten spielen? Ne, ich spiele keine 6 Minuten. Ach, was weiß ich, was der da jetzt gerade angezeigt hat, aber egal, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Dead Space. Haut rein!